Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind die Mindhunters und heute beschäftigen wir uns mit einem sehr, sehr interessanten Thema, wie wir finden. Und zwar geht es um die Angst vor Veränderungen. Ein Thema, mit dem sich wahrscheinlich schon jeder mal befasst hat. Jeder kennt das Problem. Veränderungen hat jeder im Leben. Der eine mehr, der andere weniger. Manchen stehen noch Veränderungen bevor. Und wir möchten heute gemeinsam herausfinden, was sind die Ursachen dafür, wo kommt die Angst her und welche möglichen Lösungen gibt es, um dieser Angst entgegenzuwirken. Deswegen würde ich sagen, bleibt dran und viel Spaß. Das Leben gehört den Lebendigen und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein. Mit diesem schönen Zitat von Johann Wolfgang von Goethe möchten wir heute in das Thema einleiten. Es geht um Angst vor Veränderungen. Wie immer möchten wir die Begrifflichkeit irgendwo einordnen. Kommen wir erstmal zur Angst. Was ist Angst? Bei der Angst spricht man von einem Grundgefühl, bei der man von einer bedrohlichen Situation ausgeht. Mhm. Und die Veränderung ist auch eigentlich ganz leicht erklärt. Da spricht man von einem alten Zustand oder von einem Wechsel von einem alten Zustand in einen neuen. Und wenn man beides kombiniert, ist es eigentlich ganz einfach erklärt. Man wechselt den Zustand von alt in neu und dabei hat man Angst, dass die Änderung irgendwie auf irgendeine Art und Weise bedrohlich wirken könnte. Mhm. Was das Ganze bedeutet, versuchen wir später nochmal herauszufinden. Bei der Angst vor Veränderung, auch an der Stelle gesagt, spricht man, also der Fachbegriff dafür ist Metathesiophobie. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Okay. Ein Zungenbrecher. Und dann gibt es auch noch die Angst vor Neuerungen, die Neophobie. Aber vergiss das Ganze. Wer uns kennt, wer unsere Videos schon gesehen hat, wir versuchen das Ganze einfach zu erklären, anhand von Beispielen aus unserem Leben und auch aus dem Leben anderer. Und noch viel wichtiger, das Ganze soll greifbar sein. Deswegen stellt sich jetzt die Frage, Gustav, wo kommt diese Angst eigentlich her? Wo liegt der Ursprung dieser Angst? Was sind die möglichen Gründe? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Um dem auf den Ursprung zu kommen, will ich erstmal verschiedene Wechsel darstellen. Ja. Jeder von uns hat immer verschiedene Wechsel in seinem Leben, größere, kleinere. Das stimmt, ja. Und du hast ja schon mal darüber gesprochen. Du hattest ja auch mal einen größeren Wechsel in deinem Leben, wo du deinen Studiengang gewechselt hattest. Genau. Und wovor hattest du da eigentlich Angst? Du hattest Angst davor, wie wird es weiterlaufen? Werde ich diesen Studiengang schaffen? Ist das überhaupt was für mich? Und um das zusammenzufassen, ist die Angst darin begründet, in der Ungewissheit. Du wusstest nicht, worauf du dich einlässt. Es ist immer einfacher, bei dem zu bleiben, was man hat, quasi in seiner Komfortzone zu bleiben und das zu akzeptieren, wo man gerade drin ist. In deinem Fall eben dieser Studiengang, der dich unglücklich gemacht hat. Genau. Und vielleicht kannst du das auch mal kurz schildern, wie das für dich war, dieser Wechsel. Ja, bei mir war es nämlich so, dass du hast was Schönes gesagt, und zwar Komfortzone. Bei mir war das Ganze nicht nur der Wechsel in den neuen Studiengang, sondern zusätzlich musste ich noch quasi meine Heimatstadt verlassen. Mhm. Also ich bin von einer Stadt in die andere gezogen, in die größere Stadt. Und da war die Problematik zu einem, ich hatte dich ja damals und den anderen Kollegen im Studium, was war so quasi meine Komfortzone. Ich hatte meine Leute, ich wusste, auf euch kann ich mich verlassen. Mhm. Dann kam die erste Frage oder die erste schwierige Frage für mich damals war, was passiert im neuen Studiengang? Finde ich dort Freunde? Mhm. Werde ich da eine Lerngruppe finden, mit der ich klarkomme? Ist das überhaupt mein Studiengang? Es sind viele Fragezeichen, ganz viele Fragen. Genau, das ist eben diese Ungewissheit, vor der du dich stellen musst. Genau. Das war jetzt ein Beispiel, dieser Studiengangwechsel. Es gibt verschiedene andere Beispiele, was ihr vielleicht kennt, irgendwie der Wechsel von eurer Beziehung in eine neue Beziehung oder wieder, dass man ohne Beziehung dasteht. Ein Jobwechsel, vielleicht ergibt sich gerade eine Chance für euch, dass ihr den Job wechseln könnt oder ihr seid auch gerade unglücklich in eurem Job. Vielleicht Orientierung. Also während der Schulphase meine ich. Ich glaube, jeder kennt das von euch. Bei uns war es noch damals so, da gab es die Orientierungsstufe, nennt sich das. Ich glaube, es gibt es so nicht in der Art wohl nicht mehr. Nee, gibt es nicht mehr. Und da war auch ganz interessant, da hatte ich ja auch diese Angst vor Änderungen, weil damals musste ich mich entscheiden, gehe ich aufs Gymnasium, auf die Realschule, auf die Hauptschule. Eine sehr schwierige Entscheidung, weil du kannst nicht zwischen A und B entscheiden, sondern du hast A, B und C in dem Fall gehabt. Und da war dieses Problem, jeder sagt dir, was das Richtige für dich ist. Ja.
Und das macht die Angst noch größer. Bei mir war es zumindest so, weil meine Eltern wollten natürlich, dass ich aufs Gymnasium gehe. Meine Lehrerin meinte, ich weiß nicht mal, ob du die Hauptschule packst. Ja, hat sie wirklich gesagt damals. Also das ist ja verrückt, wo man dann doch gelandet ist. Deswegen nicht, also sowas sollte einen auf jeden Fall nicht fertig machen oder runterziehen. Aber das war damals bei mir die Angst vor einer Veränderung. Das haben, glaube ich, ganz viele, gerade die Schüler fühlen sich angesprochen, wenn man dabei oder wenn man kurz davor steht, eine neue Richtung einzuschlagen. Weil Gymnasium ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber als auf der Hauptschule, ohne jetzt irgendwie die Hauptschule schlecht zu reden. Hm. Ich war auch kurz davor, ich war kurz vor der Hauptschule auch, ne? Hab mich dann für die Realschule, für die Mitte damals entschieden. Ich habe Freunde, die waren auf der Hauptschule, der eine ist jetzt Ingenieur übrigens, also okay. Ne, das hat nichts zu sagen. Aber da kommen wir wieder zum Thema, die Angst vor der Veränderung, weil wir auch nicht wissen, wo lande ich später. Genau, richtig. Bei mir hatte ich auch eine größere Veränderung in meinem Leben gehabt. Damals im Studium wollte ich ein Auslandssemester machen. Stimmt, ja. Und da musste ich mich entscheiden, okay, wo gehe ich jetzt hin? Und weißt du was? Also ich bin letztendlich nach Shanghai gegangen, nach China. Aber weißt du, was zuerst meine Wahl war? Ja. Dublin. Ehrlich? Und zwar habe ich erstmal den sicheren Weg gewählt. Und zwar habe ich gedacht, okay, in Dublin sprechen die Leute Englisch. Englisch kann ich von der Schule. Also es reicht auf jeden Fall, um sich mit den Leuten zu verständigen. Und dort im Semester will ich schon irgendwie zurechtkommen, dachte ich mir. Außerdem war bei mir noch ein starker Faktor. Damals war ich in einer Beziehung, beziehungsweise ich bin immer noch in derselben Beziehung. Und meine Freundin ist gerade aus ihrem gewohnten Umfeld zu mir gezogen und hatte gerade erst angefangen, dort Fuß zu fassen. Also sie hatte noch keinen, ihre Familie war weiter weg, sie hatte keine Freunde dort. Und genau zu dem Zeitpunkt, also ein paar Monate später, stand bei mir die Entscheidung vor der Tür, ob ich ins Auslandssemester gehe oder nicht. Da dachte ich mir, okay, Dublin ist jetzt auch nicht so weit entfernt. Stimmt. Man könnte jetzt mit dem Billigflieger schnell mal am Wochenende auch zurückkommen nach Deutschland. Also die Distanz und die Hürde war jetzt nicht so groß. Aber eigentlich wollte ich nach China gehen. Ich weiß warum, aber es war so in mir. Dieser Drang war da, aber diese Ängste haben mich da so ein bisschen gestoppt. Und hier ist es wichtig zu erkennen, wovor hast du Angst? Bei mir war es damals, ich hatte Angst vor dem Neuen, dem Ungewissen in China. Die Kultur ist komplett anders. Ich kann die Sprache nicht. Ich war einfach komplett lost dort gewesen. Davor hatte ich Angst. Das Zweite war noch die Beziehung, weil meine Freundin ist gerade zu mir gekommen. Ich hatte Angst um sie. Wird sie zurechtkommen? Wird sie klarkommen, dem neuen Umfeld, ohne mich vor allem, ohne Unterstützung dort? Und wird es im Endeffekt auch die Beziehung aushalten, diese Distanz? Weil man hat ja doch eine sehr große räumliche Distanz und auch die Zeitverschiebung ist ein großer Faktor. Das heißt, wenn ich schlafen gehe, kommt sie gerade von der Arbeit. Oder wenn sie aufwacht, bin ich schon quasi mitten im Tag und bin im Doing und habe vielleicht keine Zeit gerade. Das ist auch, glaube ich, ganz interessant bei dir. Finde ich sehr interessant zu erwähnen. Deine Freundin ist ja quasi von einem anderen Land hierher gezogen und du warst ja ihre Sicherheit. Genau. Das heißt, du hattest diese zwei Faktoren, die dir die Angst oder die deine Angst ist quasi durch diese zwei Faktoren entstanden. Einmal dieses ins Ungewisse, in eine komplett neue Kultur, auf einem ganz anderen Kontinent leben und dann noch bist du ja die Sicherheit nochmal zusätzlich von einer anderen Person gewesen und nicht von irgendeiner, genau, sondern von deiner Partnerin so gesehen. Und weißt du, was mir dabei geholfen hat? Ja. Erstmal in mich zu gehen, zu realisieren, was ist überhaupt meine Angst? Das war eben genau das, habe ich dann erkannt, okay. Und dann war es ganz, ganz wichtig, diese Angst zu adressieren. Und zwar habe ich dann das offene Gespräch mit meiner Freundin gesucht. Hey, schau aus, ich habe vielleicht diesen Wunsch. Was denkst du darüber? Einfach offen aussprechen. Und sie hatte gesagt, hey, finde ich sau cool, dass du diese Gelegenheit hast. Mach das auf jeden Fall, ich stehe da hinter dir. Ich möchte nicht zwischen dir und deinen Träumen stehen. Was mich im Endeffekt lustigerweise noch näher zu ihr gebracht hat, obwohl wir im ersten Moment sehr weit auseinandergegangen sind, hat es uns im Endeffekt noch näher zusammengeschweißt. Sowas bindet, ja. Das bindet sehr stark. Und man hat ja auch die Ängste, wie soll man das schaffen in der Zeit? Und man schafft es aber. Wenn man möchte, man diesen Schritt zur Veränderung geht, dann schafft man es auch. Da ist auch mein Tipp. Einerseits fragt vielleicht auch andere Leute, eure Freunde, wenn ihr gerade vor einer Veränderung steht. Sei es jetzt Beziehung, Jobwechsel, Umzug oder sonstige Veränderungen, die gerade in eurem Leben anstehen. Redet da offen mit euren Freunden oder auch Leuten, die euch sehr gut kennen, Eltern, Geschwister etc. Adressiert diese Ängste, seid euch bewusst, welche Angst ihr habt. Und wenn ihr
die Angst habt, dass ihr gerade eure Komfortzone verlässt, das verlässt, was ihr kennt und ins Ungewisse geht. Euer Bauchgefühl aber sagt, hey, das fühlt sich irgendwie richtig an. So bei mir damals die Entscheidung, soll ich nach China gehen oder doch lieber nach Dublin? Ja. Mein Bauchgefühl gesagt hat, geh nach China. Dann hört vielleicht auch auf euer Bauchgefühl. Und wenn ihr dann diese Entscheidung trefft, werdet ihr viel zufriedener damit sein, weil diese Entscheidung von euch herauskam, vom Inneren heraus. Und dann seid ihr auch viel gewillter, diesen Weg, den ihr eingeschlagen habt, auch zu gehen. Hier will ich nochmal darüber sprechen. Man kann sich das Ganze vorstellen wie ein Vogel im Käfig. Ja, du bist in deiner Realität, in deiner Komfortzone. Es ist alles vertraut. Alle Gegebenheiten sind bekannt. Aber diese weite Welt da draußen, die kennst du nicht. Das ist nur in deiner Vorstellung. Du kannst es dir nur vorstellen, wie es sein wird, wenn du diesen Schritt gehst. Ja, wenn sich die Tür von deinem Käfig öffnet. Jetzt in ganzen Metaphern gesprochen. Du hast aber was ganz Schönes gesagt. Du hast vom Bauchgefühl gesprochen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir versuchen hier auch immer Lösungsvorschläge zu arbeiten gemeinsam. Aber es gibt irgendwie, also du wolltest ja damit sagen, es gibt auch immer nicht diese logische Entscheidung quasi, die logische Lösung, sondern manchmal ist es wirklich das Bauchgefühl. Also logisch wäre zum Beispiel, ich mache so eine Pro-Kontra-Liste. Genau. Wenn es solche leichten Entscheidungen gibt, wo ihr eine Pro-Kontra-Liste macht, wo die Gegebenheiten irgendwo gleichwertig sind, dann das ist perfekt, dann könnt ihr easy so eine Entscheidung machen. Aber manchmal gibt es Entscheidungen im Leben, meistens sind es die größeren Entscheidungen im Leben, wo es nicht so einfach ist. Und da würde ich sagen, hört eher auf das Bauchgefühl. Genau, weil man kann ja seine Gefühle und seine Emotionen nicht ausblenden. Das eine ist zwar logisch, ich mache eine Liste, kann man bei vielen Sachen machen, denke ich mal. Aber gerade bei so einer Entscheidung wie bei dir jetzt damals, kannst du ja nicht einfach sagen, so, okay, ich mache eine Pro-Kontra-Liste und alles steht für Pro und ich blende mein Gefühl und meine Emotionen aus. Und bei dir ist es ja so, da sind ja zwei Menschen im Spiel gewesen. Es ging jetzt nur nicht um dich, sondern auch um deine Partnerin. Genau. Und da hast du nach Bauchgefühl entschieden. Sehr interessant. Mir ist halt aufgefallen, du hast Komfortzone, also wir sind ja bei der Frage, welche möglichen Gründe gibt es für diese Angst oder für diese Art von Angst? Oder was sind die Ursachen? Und du hast ja Komfortzone genannt, Gewohnheit hast du genannt. Mir fällt noch ein Routine, ein sehr wichtiger Punkt. Wer sich für dieses Thema Routine interessiert übrigens, wir haben ein Video dazu gemacht, guckt es euch an, auch ein sehr spannendes Thema. Aber Routine ist ja auch so eine Sache, wie wenn ich zum Beispiel, bei mir war es auch irgendwo eine Routine damals, als ich hierher gezogen bin, das, was mit dem Studium verbunden war. Mhm. Ich hatte meine Routine, ich stehe morgens auf, meine Eltern machen vieles. Meine Eltern kümmern sich darum, dass ich satt bin, meine Mutter macht meine Wäsche, so was man halt so in dem Alter für Benefits hat, wenn man zu Hause wohnt. Und da musste ich, damals war bei mir auch das Problem, ich breche dann irgendwo eine Routine und muss mir eine neue Routine aufbauen. Mhm. Sprich, ich muss selber dafür sorgen, dass ich satt bin, meine Wäsche waschen, mein Haus putzen, meine Rechnungen zahlen. Das ist ja mit viel mehr Arbeit verbunden ist. Mit extrem viel Arbeit. Was mir auch noch einfällt, ein weiterer Grund ist mangelndes Selbstvertrauen. Oh, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das merke ich sehr oft in Beziehungen, haben das die Leute. Also ja, es wäre ein Beispiel dafür. Stimmt. Ja, ist ein gutes Beispiel. Vielleicht kennst du das aus deinem Freundeskreis. Definitiv. Wie oft hat dir irgendein Freund oder eine Freundin erzählt, oh, ich bin so unglücklich in meiner Beziehung und das und das und das passiert immer wieder, auch wenn ich ihn darauf anspreche, ändert sich nichts. Und was ist eben die Angst dahinter, diese Beziehung zu beenden? Es ist die Angst, allein zu sein. Angst oder finde ich überhaupt jemanden wieder Neues? Gesagt, bin ich überhaupt gut genug jetzt für einen neuen Partner? Nicht gut genug. Und dahinter steht, hinter all dem steht eigentlich die Angst, bin ich gut genug? Und was steht dahinter? Mangelndes Selbstwertgefühl. Das stimmt, ja. Wenn ich mir sicher bin, hey, ich bin gut so, wie ich bin und ich liebe mich auch vollkommen so, wie ich bin, dann ist dir auch egal, ob es jemand anderen gibt, der dich auch so liebt. Weil es reicht schon, dass du dich liebst. Das stimmt. Wenn du dich, ich sage das jetzt so einfach, das ist absolut nicht einfach. Natürlich. Nein, nee, absolut nicht. Also echt super, wenn das jemand von sich behaupten kann, ich liebe mich vollkommen. Und wenn man diese Vollkommenheit hat, dann sucht man auch dieses Glück nicht im Außen, in einer neuen Beziehung. Das kennst du ja vielleicht von Leuten, die von Beziehung zu Beziehung gehen.
Und diese Beziehung hält nicht und die stürzen sich wieder in die nächste Beziehung. Einfach um diese Lücke zu füllen in sich, anstatt mal diese Liebe im Außen, im Innen zu suchen. Stimmt. Ich würde sagen, einer der Hauptfaktoren auch für diese Angst, dieses das mangelnde Selbstbewusstsein. Du hast ja jetzt Beziehungen genannt, es gibt ja auch andere Sachen. Was ich auch ganz finde, ist so Karriere zum Beispiel. Sehr guter Punkt, ja. Jetzt oft ist man in einem Job und manche sind froh, dass sie überhaupt einen Job haben. Mhm. Und dann hast du eine bessere Möglichkeit, du kannst mehr verdienen. Aber die Aufgaben sind schwerer. Also das ist dann nicht so wie vorher. Ich habe meine Standard-Doings, Thema Routine wieder. Ich habe meine Routinen, daraus ergeben sich Fähigkeiten. Ja. Sondern ich muss ja quasi wieder bei Null starten. Und da könnte es sein, oder ich muss auch Neues lernen. Was heißt, ich muss auf jeden Fall Neues lernen. Ich habe mehr Verantwortung, ich muss vielleicht mehr arbeiten. Neue Interessen, neue Konflikte, neue Menschen. Das sind ja tausend Faktoren, die das umfassen. Und da ist es ja auch oft so, dass die Leute dann diese Angst aufbauen, indem sie sagen, okay, jetzt blöd, wenn ich wechsle, weil kriege ich das überhaupt hin? Eben, ja. Ich, so schlau bin ich doch gar nicht oder so krass bin ich doch gar nicht, ja. Das kann ich. Oder ist doch gut so alles, wie es ist, genau. Ich will mich gar nicht verändern. Genau. Das ist wieder diese Komfortzone. Und apropos Komfortzone, eine Sache ist mir auch noch eingefallen, Kontrolle, die Angst vor der Kontrolle. Oh ja, stimmt. Ich glaube, das aktuelle Beispiel untermauert das ganz gut. Ich nehme mal wieder die Karriere. Also ich bin in einem sicheren Beruf, zum Beispiel Beamter oder im öffentlichen Dienst, diese sehr sicheren Berufe, wo das Geld eigentlich doch irgendwo ständig fließt und bekomme jetzt ein ganz tolles Angebot irgendwo in der freien Wirtschaft. Irgendwo, egal wo. Ich bekomme ein ganz gutes Angebot. Und wie in der jetzigen Phase. Rein theoretisch, man nimmt den Job an, freut sich, es gibt mehr Geld, man kann, oder die Karriereleiter ist viel größer als die davor, man kann mehr sehen, mehr erleben, neue Menschen kennenlernen, aber dann kommen äußerliche Faktoren, wo man keine Kontrolle hat, wie zum Beispiel eine Pandemie jetzt und der Laden macht dicht. Wo landest du dann wieder? Wenn du Glück hast, kannst du zurück zu deinem alten Job gehen, aber das sind halt auch Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Also es gibt Sachen, da hast du keine Kontrolle. Stimmt. Egal wie sicher alles ist. Vor einem Jahr sah auch alles die Welt ganz anders aus. Und plötzlich kommt dann so eine Pandemie und von heute auf morgen ändert sich alles. Das heißt, da kannst du noch den tollsten Job beim größten Unternehmen haben, aber wenn die nicht mehr verkaufen, nicht mehr produzieren und so weiter, dann kann es ja dazu führen, dass Stellen abgebaut werden. Mhm. Dann bist du vielleicht derjenige, der dann davon betroffen ist. Was mir jetzt auch noch einfällt zu der ganzen Sache, um das mal so abzurunden, wir haben hier eine Grundproblematik, wo ich, oder sagen wir das anders, es gibt Änderungen, also im Leben kommt man eigentlich gar nicht um Änderungen rum. Also Änderungen sind ein Teil des Lebens und sie sind auch wichtig, weil wenn es um die Entwicklung geht, also in die persönliche Entwicklung, um den nächsten Schritt im Leben zu machen. Du hast ja auch schöne Beispiele genannt, Schule. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte Arzt werden, dann ist mir doch vorher bewusst, dass ich ganz viele Änderungen im Leben haben werde. Weil das ist ja nicht dann mit dem Gymnasium getan, sondern der nächste Schritt wäre, also ich muss erstmal, also sagen wir mal, du bist auf der Realschule und dir fällt dann ein oder du hast den Wunsch, ich möchte gerne Arzt werden. Dann weißt du, okay, der nächste Step wäre das Gymnasium, dann das Studium, dann eventuell muss ich wegziehen, wenn man in einer kleineren Stadt wohnt und ganz viele andere Faktoren, die dann dazukommen. Das heißt, Änderungen gehören zum Leben dazu. Auf jeden Fall, ja. In ganz vielen Bereichen, auch jetzt, wenn man zum Beispiel sehr ungesund ist und irgendwann merkt man, die Figur ist nicht mehr so, wie man möchte, die Gesundheit spielt nicht mehr mit, dann ist ja eine Veränderung quasi ein Muss. Da kann man auch nicht mehr sagen, okay, ich esse jetzt weiter und zerstöre meinen Körper, habe auch nicht mehr die Figur, um das Selbstbewusstsein zu haben, was ich brauche, sondern da ist auch eine Veränderung ein Muss. Das heißt, quasi Veränderungen gehören zum Leben dazu. Wichtig ist nur herauszufinden, wie kann man dem entgegenwirken, um sich das Ganze so angenehm wie möglich zu machen. Und da müssen wir nochmal unterscheiden, wir haben freiwillige Veränderungen. Also was wir gerade aufgezählt haben, Beziehung. Oder ich will irgendwie meinen Job wechseln. Job wechseln. Auch materielle Sachen. Materiell, ja. Was kommt dir in den Kopf?
Ich will ein neues Auto kaufen. Ich will mir ein neues Auto kaufen, ein neues Haus zum Beispiel. Das ist ja eine schöne Sache, das ist eine freiwillige Änderung. Die ist mit weniger Stress verbunden. Es entsteht zwar Stress in dieser ganzen Phase, wo man das plant und umsetzt und es abzahlt. Ja. Aber es ist ja letztendlich, belohnt man sich mit einer guten Sache. Positiver Stress, würde ich sagen. Positiver Stress. Hatten wir noch Beispiele? Umzug, glaube ich, gibt es noch. Umzug, ja. Ich will von einer Stadt in die andere Stadt ziehen aus verschiedensten Gründen, Job, Beziehung oder ich will einfach mal was Neues sehen. Neuen Lifestyle aufbauen. Ja, das sind alles Freiwillige. Das sind Freiwillige. Dann haben wir die Unfreiwilligen. Mhm. Und bei den Unfreiwilligen ist es so, das sind quasi, da schließt sich der Kreis wieder und da bauen wir die Brücke. Die unfreiwilligen Veränderungen sind ja letztendlich die Ängste in uns verursachen. Das kann alles Mögliche sein. Das kann für die Schüler jetzt zum Beispiel. Man muss die Klasse wiederholen. Klar, man hat da einen Einfluss drauf. Wenn ich mir Mühe gebe, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Aber auch ich habe schon die Klasse wiederholt. Manchmal hat man ein schlechtes Jahr. Ne, so, es passiert oder was. Oder im Jugendalter hat man mal andere Interessen. Absolut. Man ist gerade nicht so fokussiert auf die Schule. Definitiv. Dann hat man ich weiß nicht, wie das heute, damals war es bei mir so, 2 Fünfen bedeutet, du musst die Klasse wiederholen. Mhm. Bei einer 6 musstest du sowieso die Klasse wiederholen. Ja. Und das konnte mal ganz schnell passieren. So 2 Fünfen sammeln sich mal schnell an. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Könnt es gerne in die Kommentare schreiben, falls sich das geändert hat. Würde mich mal so interessieren. Aber damals war es so, wenn du 2 Fünfen hattest, die Regeln besagen, man muss die Klasse wiederholen. Mhm. Also eine unfreiwillige Veränderung im Leben. Dann Umzug, weil aufgrund vom Jobwechsel, zum Beispiel meine Eltern, mein Vater ist ein Beispiel, was ich oft in meinem Leben erlebt habe. Ein Freund von mir, sein Vater war bei der Bundeswehr und die mussten quasi wegziehen. Ja, ja. Und der wollte da eigentlich nicht weg, weil der war noch jung, der war am Spielen, der war in der Schule, der hatte ganz andere Sachen. Wir haben Fußball gespielt, wir haben dies und das gemacht und der wollte nicht weg. Aber was willst du machen? Also das ist ein kleines Kind, das heißt wieder eine unfreiwillige Änderung. Ich muss auch jetzt wegziehen. Mhm. Dann gibt es auch unschöne Sachen, Gott bewahre, aber Tod trifft auch jeden. Ja. Das ist auch eine Änderung im Leben, gerade wenn es Menschen sind, die einem sehr nahe stehen. Weil was ändert sich da? Plötzlich hat man ganz andere Abläufe, Kontakte fehlen, die man vorher hatte. Bezugsperson fehlt, genau. Also hier gibt es ganz unterschiedliche Beispiele. Aber hier wollen wir auch rausfinden, was kann man machen, um dieser Angst entgegenzuwirken. Und vorher, bevor wir das machen, haben wir eine ganz interessante, ich weiß nicht, wie kann man das einfach wie möglich erklären? Man durchlebt eine Phase, wenn man eine Angst hat vor einer Veränderung. Mhm. Das Ganze fängt an, ich nehme jetzt ein einfaches Beispiel. Ich habe einen Job und in dem Job habe ich eine 6 Monate Probezeit. Und da kann es rein theoretisch passieren, dass man mich wieder rauswirft, weil es hat nicht gepasst. Also hier habe ich die Angst vor der Veränderung, dass ich in 6 Monaten wieder mir einen neuen Job suchen muss. Und wenn das dann wirklich passiert, durchlebt man eine bestimmte Phase. Okay, und die ist immer gleich. Könnte man so sagen, weil es fängt oft an mit das Verneinen. So, es passiert, ein Chef kommt zu dir und sagt, Gustav, weißt du was, 5 Monate, hat nicht gepasst, tut mir leid. Passte gar nicht, such dir einen neuen Job. Du hast noch 1 Monat und dann musst du dir einen neuen Job suchen. Mhm. Du verneinst das, also das Erste, was du machst, du verneinst, sagst dir, du willst es nicht wahrhaben, das kann doch nicht sein, ich war doch gut, ich habe das ganz anders gesehen. Ja. Wenn du diese Phase überstanden hast, kommt der Widerstand. So, ich zeige es ihnen doch noch, lassen sie mich noch mal probieren. Oder? Exakt. Man geht zum Chef, vielleicht hat der eine oder andere war schon mal in dieser Situation, dann gehst du deinem Chef und sagst, ey, bitte, Gib mir nochmal einen Monat und dann zeige ich es dir und so weiter. Und dann sagt der Chef, tut mir leid, du bist vielleicht ein netter Kerl, aber es passt nicht. So finde dich damit ab. Dann kommt die Krise. Mhm. Und in der Krise, da kommt die Trauer, die Depression, man hinterfragt. Da fällt man schnell mal in so ein Loch. Definitiv, da fällt man ganz schnell in ein Loch. Und nach der Krise kommt die Phase nennt sich das Erkunden. Weil ich muss ja dann, es geht ja, das Leben geht ja weiter und ich habe ja dann meine Kosten, die ich abzahlen muss. Ich muss ja arbeiten, das heißt, ich suche mir dann einen neuen Job.
Oder gerade das Beispiel gesagt hast, wo du die Klasse wiederholen musst. Du musst dir vielleicht, du hast noch deine alten Freunde, aber du musst dir wieder neue Freunde suchen aus deiner Klasse. Das hatte ich ja auch, diese Phase habe ich auch da durchlebt. Nach der Krise, ich habe damals geweint, rumgeschrien, meine Eltern waren traurig, ich wollte es nicht wahrhaben, hauptsächlich wegen meinen Freunden damals. Ja, ja. Dass ich die Klasse wiederhole, war auch nicht schön, aber da waren halt mehrere Faktoren oder andere Faktoren, die als Kind eine andere Bedeutung haben, als wenn ich das jetzt durchleben würde. Und da kam bei mir die Krise und dann kam dieses Erkunden, das heißt, ich war dann in der neuen Klasse drin oder auch in dem Job, du suchst ja den neuen Job und irgendwann lebst du mit der Situation. Das heißt, ich war dann in meiner neuen Klasse, habe auch Freunde fürs Leben kennengelernt dort oder bei der Arbeit, du findest einen neuen Job. Das ist die Erkundungsphase und danach kommt die Akzeptanz. Das heißt, ich akzeptiere die Situation, wie sie ist. Und wenn wir uns das als wenn wir uns das Ganze als eine Kurve vorstellen, dann geht die Kurve einmal so hoch bis zur Krise und fällt dann nach der Erkundung und der Akzeptanz wieder runter. Okay. Und in der Hälfte quasi, wo die Kurve steigt, sammelt sich sehr viel Stress an. Stress, der nicht gut, also die Phase, wo sich der Stress sammelt, das ist ja nicht gut, weil es verursacht negative Energie, es nimmt einen wirklich alle Gedanken, die man hat. Und führt dann ja zu dieser Krise, die als nächstes kommt. Exakt, die führt zur Krise. Und jetzt stellt sich halt die Frage, diesen Teil der Kurve, wo es nach oben geht bis zur Krise, wie können wir diesem Teil entgegenwirken durch mögliche Maßnahmen, Lösungen und Gedanken, um nicht da zu landen, wo man letztendlich landet und dann quasi diesen ganzen Zyklus durchlebt. Ja. Weil wir haben ja schon mal gesagt, du weißt ja noch in unserem ersten Video, wir gehen ja davon aus, die Gedanken sind wie unsere Muskeln. Je mehr wir sie trainieren, desto einfacher können wir Lasten stemmen, schwere Lasten. Und genauso ist es bei diesen Geschichten eigentlich auch. Es ist nicht immer garantiert, dass es funktioniert. Das ist ganz wichtig zu sagen, denke ich mal. Es klar, ist keine, jeder ist anders. Wir können keine Garantien geben, aber wir können helfen, diese Gedanken zu trainieren. Nur man braucht jemanden, der es einem zeigt. Wie bei diesen ganzen Fitnessvideos gucke ich mir auch manchmal an oder habe ich mir angeguckt, wenn ich mal Sport gemacht habe. Genau. Weil du hast immer Leute, die sich damit intensiv befassen und dir dann zeigen können, wie du es am besten machst. Hier vielleicht nochmal ein Appell an unsere Zuschauer. Vielleicht habt ihr gerade nicht diese Möglichkeit, mit jemandem zu reden, der euch versteht oder ihr steht gerade eben vor dieser Herausforderung. Eine neue Veränderung in eurem Leben steht an und wir würden euch einfach anbieten, wenn ihr wollt natürlich, schreibt uns gerne das in die Kommentare. Sehr gerne, ja. Wir versuchen alles, was wir können, um euch weiterzuhelfen oder auch einfach nur euch ein Ohr zu leihen. Und ja, es soll hier auch eine Community entstehen, wo ihr euch wohlfühlen sollt und auch frei fühlen, solche Lebensentscheidungen zu teilen. Definitiv. Wir sprechen immer am Ende unseres Videos von der Mindhunter Family. Diese Community soll eine Familie sein. Und in einer Familie kann man offen alle Sachen ansprechen. Wir können natürlich nicht garantieren, dass wir für jedes Problem eine Lösung haben. Aber wir haben ja auch in unserer Erfahrung gemacht oder kennen auch immer jemanden, der eine Erfahrung gemacht hat, die wir zum Beispiel nicht gemacht haben. Und da können wir gerne diese Gedanken mit euch teilen. Und wenn wir einem weiterhelfen können, dann sehr gerne, von Herzen. Hat sich schon alles hier gelohnt. Sehr schön. Jetzt stellt sich die Frage, wir haben ja diese Kurve beschrieben, wo, ich wiederhole, Stress entsteht. Und dieser Kurve möchten wir quasi entgegenwirken, sodass nur dieser schöne Abschnitt durchlebt wird. Ist einfach gesagt, aber es gibt tatsächlich Maßnahmen, um denen entgegenzuwirken. Du hattest ja gerade das Beispiel gesagt, mit dem Schüler, der gerade kurz davor steht, sitzen zu bleiben. Genau. Es gibt ja auch in der Hälfte immer Gespräche mit dem Lehrer, wo er dir einen Zwischenstand gibt. Genau. Da wäre deine Möglichkeit zu sagen, hey, ich gebe nochmal Vollgas, ich verbessere mich. Oder auch in deinem Job, wenn du gerade in der Probezeit bist, dass du statt 100% 200% gibst. Und auch vielleicht an diejenigen, die nicht mehr mal in der Probezeit sind, sondern schon fest in ihrem Job sind, dass die versuchen, sich trotzdem immer weiter zu verbessern und so quasi ihren Wert steigern, sodass dein Chef gar nicht auf dich verzichten könnte. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, sehr schön. Mir fällt noch ein, eine andere Möglichkeit, um denen entgegenzuwirken, wäre, sich Optionen freizuhalten. Um mal das Schulbeispiel zu nehmen, ich stehe vor dieser Orientierungsphase, gehe ich jetzt auf die Realschule oder auf das Gymnasium, dass man sagen kann, okay, ich gehe dann erstmal doch aufs Gymnasium, weil Worst Case wäre,
ich muss zurück auf die Realschule, kann ich aber dann immer noch den Sprung aufs Gymnasium schaffen. Das heißt, da wäre es ja nicht beendet, sondern ich halte mir eine Option frei und sage, ich probiere erstmal. Also ich stehe zu dieser Angst vor dieser Veränderung. Und letztendlich, wenn es ganz schlecht läuft, habe ich ja immer noch die Möglichkeit, zurück auf die Realschule zu gehen, mit der Aussicht, dass ich dann wieder aufs Gymnasium wechseln kann. So, ich kenne ganz viele, die das so gemacht haben damals. Und das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das andere Beispiel wäre dann mit der Arbeit gewesen. Ich bin in der Probezeit. Und was mache ich in der Probezeit? Ich weiß, ich habe diese 6 Monate. Und es könnte sein, dass mein Chef kommt und sagt, pass auf, ne? Das geht leider nicht. Und wenn ich das schon mal vorahnen kann, so, man kann sich ja selbst auch einschätzen, ganz wichtig, dass man weiß ja, was man geleistet hat und auch was nicht. Und sagen wir mal, dieses Entgegenwirken zum Beispiel, dass man mit seinem Chef spricht und es sich schon mal herauskristallisiert, dass es wahrscheinlich nicht weitergeht, sich Optionen frei halten wäre dann, ich suche schon mal nach anderen Jobs. Mhm. Das heißt, ja. ich bin aktiv, proaktiv dabei und bewerbe mich schon auf andere Stellen. Das heißt, im Worst Case hätte ich immer noch eine Stelle offen und hätte dann nicht diese Phasen durchleben, wo ich dann in der Krise lande und erst aus der Krise heraus quasi den nächsten Job finde. Ja. Sondern ich suche schon proaktiv und sichere mich damit ab. Das ist ein guter Punkt. Du hast auch gerade angesprochen, sich der Angst zu stellen. Genau. Das würde ich nochmal konkret ansprechen. Bei mir war das ja mit meinem Beispiel, wo ich ins Auslandssemester gegangen bin, dass man sich erstmal auch klar werden muss, welche Ängste habe ich vor dieser Veränderung? Was ist wirklich meine grundlegende Angst davor? Bei mir war es eben einmal die Beziehung und einmal auch die Angst vor dem Ungewissen. Und da würde ich auch nochmal das Gespräch suchen, vielleicht mit Leuten, die euch besser kennen, die euch einen Rat geben können, die solche Veränderungen schon mal gemacht haben. Sehr guter Punkt. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Das Gespräch suchen. Das beste Beispiel hier wäre auch, was hatten wir? Wir hatten Schule, Arbeit, Beziehung, Umzug, dass man einfach mit Leuten spricht, die das schon durchlebt haben. Dass man quasi sagt, wie war es eigentlich bei dir? Wie hast du das damals gemacht? Zum Beispiel, ich kenne jemanden, der die Klasse wiederholt hat und der kann dann einem sagen, so, es war halb so schlimm. So, es ist zwar traurig, wenn es dazu kommt und man verliert zwar irgendwo Lebenszeit, aber dadurch ergeben sich andere Möglichkeiten. Dann ist man schon mal viel positiver und hat so einen Motivationsschub. Okay, jemand hat es durchlebt. Der spricht mir Mut zu und sagt, nein, so schlimm war das gar nicht, weil ich habe letztendlich dann doch bin einen guten Weg gegangen, habe neue Freunde kennengelernt, die Klassenlehrerin war besser, auch genauso mit der Arbeit. Also man kennt irgendwo vielleicht jemanden, der diese Situation durchlebt hat, dass er nach der Probezeit rausgeschmissen wurde und er sagt, nein, das war dann letztendlich so nach dem Motto, eine Tür schließt sich und es öffnet sich eine neue. Und es hat sich eine neue Tür geöffnet. Und ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, weil der neue Job ist viel besser, ich habe viel mehr Routine, ich bin einen guten Chef und so weiter. Genau, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, das Gespräch suchen. Da hatten wir auch mehrere Beispiele, wie zum Beispiel mit der Schule oder mit dem Job, genau. Beziehung, was auch immer. Umzug. Jobwechsel hast du Jobwechsel, gesagt. Genau, dass man einfach auch jemanden fragt, wie... Manchmal kennt man ja jemanden, der auch schon die Klasse wiederholt hat, dass man zum Beispiel sagt, wie war es bei dir? Was hast du eigentlich damals gemacht? Und dann sagt die Person, ja, es war gar nicht so schlimm, weil ich habe neue Freunde kennengelernt, die Klassenlehrerin war besser, ich bin jetzt viel motivierter, viel zielstrebiger. Und so wirkt man entgegen, so nach dem Motto, eine Tür schließt sich und es öffnet sich eine neue. Genau. Und auch so beim Job, es gibt immer mal jemanden, den man kennt, der das vielleicht durchlebt hat oder ähnlich durchlebt hat, der sagt, so schlimm ist es nicht, weil hier genau dasselbe Prinzip, ich habe jetzt eine bessere Stelle, bin viel zufriedener und so weiter. Auch bei Beziehungen, wie oft spricht man unter Freunden, jeder von euch kennt das, man spricht mit Freunden, ja, ich möchte jetzt, also ich fühle mich unwohl in der Beziehung. Ja. Und dann sagt die Person dann auch, nee, ich hatte das auch schon mal und so schlimm war es gar nicht, weil letztendlich bin ich jetzt da, wo ich bin und ich bin sehr glücklich mit meinem neuen Partner, mit meiner neuen Partnerin. Also das Gespräch zu suchen, ist wirklich an dem Punkt sehr hilfreich, weil man wirklich viel weiterkommt durch diesen ganzen Zuspruch, den man erhält und durch die Erfahrung anderer. Weil man sieht, das ist ja das Thema Ungewisse, davor ist ja die Angst, diese bedrohliche Situation, wie wir auch zum Anfang definiert hatten, die nimmt, oder dein Gegenüber nimmt sie dir dann weg in dem Moment. Genau, ja. Indem er sie dir schildert, dass es doch gar nicht so schlimm war, wie man eigentlich vermutet.
Dann auch mal vielleicht der Appell an euch, falls ihr keinen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, wir versuchen euch zu helfen. Definitiv. Was hätten wir noch? Dann fällt mir noch eine Sache ein. Man soll natürlich nicht pessimistisch sein, aber es gibt diese Veränderungen, die sich negativ auf einen auswirken können. Genau. Und damit könnte man schon mal rechnen oder sich diesen Fall vor Augen führen, wie zum Beispiel, ich werde vielleicht sitzen bleiben oder ich werde vielleicht nicht übernommen nach meiner Ausbildung oder nach meinem Job, wie du gerade gesagt hast, dass man sich Optionen freilässt. Genau. Und hier ist eben der Tipp, realistisch zu sein, mit beiden auf den Füßen zu stehen und zu schauen, was wäre, wenn dieser Fall eintrifft, was würde ich dann machen? Also sich schon mal so ein Stück weit darauf vorzubereiten, das vielleicht auch im Hinterkopf zu behalten, dass wenn man fällt, dann nicht so tief fällt, dass man schon diese Vorkehrungsmaßnahmen getroffen hat, die du auch schon gerade gesagt hast, und dass man hier auch positiv bleibt und selbst wenn es jetzt zu diesem Fall kommt, dass man nicht übernommen wird oder die Klasse nochmal neu machen muss, dass man da auch positiv bleibt und sagt, hey, daraus ergibt sich wieder eine neue Chance für mich, Sachen besser zu machen. Mir fällt gerade ein, du hast was ganz Interessantes gesagt. Du hast ja von Akzeptanz gesprochen. Das ist ja auch, was wir geschildert haben, wenn man diese Phasen durchlebt. Am Ende kommt ja die Akzeptanz. Ja. Man könnte quasi dem entgegenwirken und die Akzeptanz schon viel weiter vorne platzieren. Genau, richtig. Sodass man diese Phasen, wo ganz viel Stress entsteht, dass man da quasi entgegenwirkt und sagt, die Akzeptanz kommt schon viel weiter vorher. Also ich akzeptiere vorher, vielen Dank, ich akzeptiere vorher, es ist so, wie es ist und es kann dazu kommen und so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Genau. Weil es gehört irgendwo dazu. Ja. Danke. Und das führt uns zu unserer Quintessenz. Mir hat mal ein sehr weiser Mann gesagt, der sehr erfolgreich ist im Leben und schon viele Hürden im Leben überwunden hat, der auch einen Doktortitel hat, by the way, hat gesagt, wie geht man am besten mit Veränderung um? Wie soll man diese Entscheidung überhaupt treffen, wenn man vor einer großen Veränderung steht? Und er meinte, was ich auch sehr richtig finde, je früher du die Veränderung wahrnimmst, desto früher weißt du auch, ob du den richtigen Weg gehst. Desto früher kannst du auch wieder zurückgehen. Jetzt würde man denken, okay, wenn ich wieder zurückgehe zum Ursprung, das ist ja wie ein Fehler, den ich eingestehe. Ja, ich bin den falschen Weg gegangen, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Aber nein, das ist auf keinen Fall so. Du hast dich nur viel schneller entschieden und hast früher gemerkt, dass dieser Weg nichts für dich ist, anstatt damit zu leben und dir zu denken, was wäre, wenn ich diese Entscheidung getroffen hätte. Und ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ob ihr das richtig findet oder nicht. Und da können wir am Schluss sagen, die Veränderungen im Leben werden auf jeden Fall kommen, ob ihr wollt oder nicht. Und deshalb habt Mut zu Veränderung und entscheidet euch dafür. Schön gesagt. Und manchmal auch aus dem Bauchgefühl heraus. Und aus dem Bauchgefühl heraus, genau. Damit würden wir... Sorry? Ja, das muss nicht immer alles optimal laufen. Nee, auf keinen Fall. Ganz wichtig, ne? Die Lösungen, die könnt ihr euch zu Herzen nehmen. Ihr könnt sie auch umsetzen. Manchmal hilft es, wir haben ja auch unsere Erfahrungen gemacht, aber wie gesagt, auch manchmal auf das Bauchgefühl hören. Genau, und damit möchten wir das Video beenden. Wie gesagt, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr denkt, ob ihr gerade vor größeren Veränderungen im Leben steht oder auch diese schon mal im Leben hattet und wie seid ihr damit umgegangen, wie seid ihr zu dem Entschluss gekommen, diese Veränderung wahrzunehmen. Es würde uns echt sehr, sehr stark interessieren und wie immer, lasst die Mindhunter-Familie wachsen und zusammen werden wir stärker und schlauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.